Manch einen ergreift ein Talent, das, mit Ehrgeiz und Ideenreichtum bestückt, eines Tages im Erfolg mündet. Hin und wieder fällt so ein Meister einfach vom Himmel. Wer nicht von so weit herkommt, den bilden wir auf jeden Fall aus. Zum Aufsteigerduell der Landesliga empfing der MTV Rohrsen am gestrigen Abend den MTV Großen Heidorn 2. Mit 1:7 Punkten stehen die Hamelner aktuell auf dem vorletzten Platz. Man wollte hier also natürlich den Heimsieg und dementsprechend motiviert starteten die Roten in die Partie. 5 Minuten gespielt, 5:2 durch Dennis Schumann. Herausragende Anfangsphase der Gastgeber Marcel Krüger erhöht auf 8:3. Die Gäste also zunächst ein wenig schläfrig, doch dann kamen auch sie immer besser ins Spiel. Maurice Nolte verkürzt auf 11:10. Rohrsen mit einer Schwächephase, zu passiv und nicht aggressiv genug im Abwehrverhalten und das hatte seine Folgen. 11:11 der Ausgleich durch Huschner, aber dann drückten die Roten nochmal ordentlich aufs Gaspedal und erkämpften sich die Führung zurück. 14:12 durch Oliver Duss und das war dann auch der Halbzeitstand. Diese Führung konnten die Hamelner nach dem Seitenwechsel aufrechterhalten und zwischendurch auch ausbauen. Dennis Schumann trifft zum 18:15 in der 41. Minute. Großen Heidorn 2 ließ sich allerdings nicht abschütteln, die Blau-Weißen blieben dran, es blieb spannend, 19:17 durch Christian William. Insgesamt ein attraktives Match, gutes Tempo, beide Teams gaben hier alles, Bastian Reinecke ist verantwortlich für den Treffer in der 48. Minute zum 21:18. Die Antwort auf der anderen Seite kann sich aber auch sehen lassen. Markus Nülle mit einem zauberhaften Lupfer. 21:19. In den entscheidenden Momenten fehlte den Gästen jedoch die Präzision und die Kaltschnäuzigkeit. Und so geriet Rohrsens Heimsieg nicht mehr in Gefahr. Busse setzt den Schlusspunkt. 25:22, das Endergebnis. Das Torwarttor kurz vor Schluss war sehenswert, zählte jedoch nicht mehr. Ein knapper, dennoch verdienter Sieg für Rohrsen. Oliver Duss, bitte. Also heute erstmal ein riesengroßes Lob an die Mannschaft. Ich glaube, wir haben 60 Minuten heute jeder für den anderen gekämpft. Und das war, denke ich, auch der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben nie aufgegeben. Wir hatten in der ersten Halbzeit, denke ich, eine Phase von 5 Minuten, wo vorne nicht alles zusammenlief. Wir trotzdem nicht den Kopf nicht hängen lassen haben, hinten gefightet haben. Beide Torhüter, denke ich, in den wichtigen Phasen die Bälle gehalten haben. Und das war der Schlüssel zum Erfolg. Und vorne hatten wir dann die Ruhe, unsere Dinger zu machen. Und so haben wir, denke ich, auch verdient hier gewonnen. Klar, neue Liga, aber wir haben einen Punkt hier zu Hause geholt, in Emmerthal kann man verlieren. Also ich denke, wir sind noch gerade so um Säule, aber haben heute definitiv schon mal den Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und so kann es weitergehen und so holen wir uns auch die Punkte, dass wir hier nicht absteigen.